Hallo und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Macht nichts. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Denn Sie bestimmen gemeinsam, wie diese Geschichte endet. Was einer tut, hat oft Folgen für den anderen. Also auch wenn Sie zu zweit sind, vollenden Sie die Geschichte wie ein Einziger, wenn Sie so wollen. Wie im Leben, Ihre Entscheidungen zählen. Sie entscheiden, wie die Geschichte endet. Es gibt kein Zurück zum Anfang der Geschichte, doch von hier an liegt das Ende in Ihrer Hand. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab, von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist: Nur dir selbst allein sei treu. Doch ich bin hier, um aufzuschreiben, was Sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich Sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Ich mag schöne Beerdigungen. Oh Gott. Es geht los. Oh Gott. Sie werden alle sterben. Oh ja. Aber siehst du, wir werden nichts machen können. Also es war schon der richtige Instinkt, dass sie alle verrecken. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Hm.
Ach, da lebt der Cookie wieder. Der Andrew. Ängstlich distanziert. Okay. Taylor, 22 Jahre alt, College-Student, eigensinnig und sensibel. Klingt nach mir. John, 43 Jahre alt, College-Professor, rational, anmaßend. Das bin ich. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Ah. Daniel, 20 Jahre alt. College-Student, liebenswürdig und rechtfertigen. Das fehlt ja eigentlich nur noch das kleine Mädchen. Glaube ich. Angela, 48 Jahre alt, erwachsener Student, grob verständnisvoll. Alles gut? Sieht übel aus. Alles gut. Langsam, hetz dich nicht. Ach, das sind die Busleute, ne? Ich glaube, das sind die Leute aus dem Bus. Gerade vorhin. Wer ist die lahme Oma? Was ist passiert? Warum spiele ich eigentlich die Oma? Weiß nicht, was passiert ist. Keine Ahnung, was passiert ist. Es ging alles so schnell. Langsam. Atmen. Du hast einen Schock. Das gefällt mir nicht. Wo sind wir? Nun, im Bus sind wir jedenfalls nicht mehr. Hast du jemand von den anderen gesehen? Oder unseren tollen Professor? Hey! Ist da jemand? Hey! Daniel, bist du's? John! Gut, du lebst! Daniel? Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht. Hey, John. Wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut. Dann mach das. So kommst du zur Straße. Mach das. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Wer bist du jetzt eigentlich? Ich glaube, ich bin der oben. Der mit der Brille oder was? Ich schätze mal, ja. Ja gut, das ist der Einzige mit der Brille. Also von daher, ja. Okay. Sieht schlimm aus. Hoffe, Taylor geht's gut. Taylor kommt schon zurecht. Die kann sich immer aus allem herauswinden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß, Taylor kann schwierig, egoistisch, streitsüchtig und engstirnig sein. Aber davon abgesehen ist sie echt super. Lass Taylor in Ruhe. Hör auf damit. Wir mögen Taylor ja Taylor. Hat dir nichts getan. Ich glaube, nach all dem hier verklag ich das College. Wofür? Einen blöden Abend? Das College ist für unsere Sicherheit verantwortlich. Ein Albtraum an Schlampigkeit. Wir hatten mitten im Nichts einen Unfall. Und der Feigling John ist unsere einzige Hoffnung. Verschwinden wir von hier. Aber erstmal müssen wir hier rauskommen. Mir nach. Warum müssen Männer eigentlich immer das Sagen haben? Ich komme allein zurecht. Danke. Warum müssen Frauen immer rummeckern? Kommst du? Benutze L. Ah, okay. Folge Angela. Finde einen Weg zu den anderen, finde den Busfahrer. Ein Hoch auf den Busfahrer. Übrigens, ja, Cookie streamt auch. Multi ist schon gar nicht verkehrt. Müsst ich hab Wasser immer gehasst, schon als Kind. Ich gehe da nie und nimmer durch. Wir wären fast in einem Bus krepiert. Und du? Hast Angst, nass zu werden? Das verstehst du nicht. Diese Sachen kosten ein Vermögen. Ist doch nichts dabei. Komm einfach mit. Drücke die richtige Taste. Kurze Info, ich bin die Frau, die oben war. Okay, du bist also Taylor. Na komm, genau. Ganz leicht. Sehr gut. Bis gleich. Oh Gott, ich hasse es. Super, mach weiter.
Fast da. Oh. Oh. Wünschte, es wäre vorbei. Oh. Oh. Du kannst also doch ein Gentleman sein. Danke. Eine Leiche zu schleppen wäre schwerer. Ja, Cookie streamt auch. Ne? Also über Multilink und zack. Reden. Reden? Das verstehe ich nicht. Was genau findest du nur an dem Mädchen? Welches Mädchen? Jetzt nicht widerwillig, lässig. Welches Mädchen? Taylor? Müssen wir gerade jetzt über Taylor reden? Schon stressig genug hier. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist perfekt. Du schmachtest sie schon an, seit wir los sind. Yeah. Zwischen uns ist nix. Er würde es erstmal abstreichen, glaube ich. Ah, wird's doch. Du starrst sie genauso an wie ein Kätzchen eine Schale voll Milch. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Du denkst an deinen Ex. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, geringschätzig. Du weißt doch nicht, was du da sagst. Ah, das war. Ich weiß, was ich sehe. Ich habe ein Auge für sowas. Da scheiden sich die Geister, Angela. Ich glaube auch, sie ist eifersüchtig. Pookie schreibt sich anders. Da schreibt du sich. Du verteidigst Taylor nur, weil du Interesse an ihr hast. Komm schon. X, ne? X, C, 2 mal 0 und dann ist Cookie. Müsst ihr einfach mal nachgucken. Ich habe mich da jetzt leider nicht so drum gemacht. Der Pfeiler muss an einer Straße sein. Vermutlich die in die Stadt. Und wie gesagt, an dieser Stelle nochmal, ich habe Cookie extra stumm geschaltet, er auch mich, in der Zeit, wo wir voneinander getrennt sind, weil er spielt die Taylor, ne, auf die wir quasi den. Schön, euch beide zu sehen. Endlich. Ist alles okay? Klar. Der Ausblick war klasse. Ihr habt euch ja echt viel Zeit gelassen. Habt mir Sorgen gemacht. Aber ganz sicher. Am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Grab Taylor nicht an, Mann. Damit sollte es gehen. Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, 1, los! Okay. Ich drücke. Ja. Geht doch. Easy peasy. Sehr gut. Wurdest du übrigens gefragt, ob du irgendwas... Auf in die Stadt. Vielleicht hilft uns jemand. Beziehungstechnisch? Und die Stadt heißt wie? Nee. Na, Little Hope natürlich. Okay. Na, das klingt ja einladend. Spotte du nur, aber Little Hope hat eine düstere Vergangenheit. Hurra, Cookie trifft eine Entscheidung. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Können wir jetzt los, ohne dass du den Klugscheißer spielst? Was? Ich glaube, ich mag weder dich noch deinen Tonfall. Ja, der war ziemlich... Ich laufe mich gerade erst warm. Ja doch, ich glaube, sie ist so ein bisschen rebellisch. Das passt schon zu ihr. Ja. Bin ich das jetzt? Oh, scheiße, bin ich jetzt. Sei höflich. Du bist anstrengend. Versuch's mal mit Höflichkeit. Er ist halt wirklich von ein kleiner Höflichkeit reden, aber selbst über Taylor lästern. Was gab's da zu lästern? Muss er immer deine Ehre verteidigen? Zeig doch mal etwas Rückgrat, Liebes. Spiel ich die Oma, da toll. Geil. Machst du Witze? Er ist nicht mein Freund. Was hast du erzählt? Hey! Das geht dich überhaupt nichts an. Das bin ich wieder Ümchen. Du hast recht. Es gibt Minuspunkte. Ja, die Alte muss gehässig sein. Die ist ja auch grob. Die muss du das sein. Du nimmst dich echt viel zu wichtig. Weiß Gott warum. Und wir haben den ersten Toten. Danke. Oh oh. Verreck doch dran. Alter. Danke. Ich beobachte doch nur, was passiert. Das erste Kill geht auf Cookie. Verboten. Aber es ist mega gruselig, also lass es. Wir verlieren wertvolle Zeit hier. Können wir bitte einfach weitergehen? Meinst du echt, das ist ein guter Plan? Das mit der Stadt? Besser als nichts. Vorhin klang der Plan gut, aber jetzt kommen mir doch Zweifel. Und was jetzt? Wir zwei könnten ja zum Bus zurückgehen. Ja. So hat der Lehrer recht. Am besten wir gehen in die Stadt und holen Hilfe. Was meinst du? Gehst du mit mir zurück zum Bus? Ich denke, die Stadt ist unsere beste Chance, Hilfe zu finden. Toll! Komm, Taylor, jetzt bleib doch bei uns.
Es ist gefährlich, hier draußen alleine unterwegs zu sein. Komm mit uns. Ich komme schon ohne euch klar. Ich halte ein Auto an und dann sammeln wir euch ein. Ich bin nicht zurück. Komm mit uns, ihr spinnt doch. Mit Tja, viel Spaß beim Sterben, Cookie. Ich gehe dann mit den anderen Jungs an oder beziehungsweise Mädels. Ich hoffe, ich bin bei dir dabei. Ich bin doch weggelaufen. Aha. Du hast ja noch Vernunft angenommen. Schon wieder hier? Warum? Das macht keinen Sinn. Okay. Sie ist voll weggetreten. Was soll das denn werden? Entscheid dich mal. Das ist bestimmt wie bei Bernd das Brot. Jetzt kommt sie sich gleich wieder einfach so. Was wird das? Taylor? Vorsicht! Was? Was ist los mit dir? Warum bist du wieder hier? Ich weiß es doch auch nicht! Ich laufe immer von euch weg! Es fühlt sich so an, als könnte ich nicht entkommen! Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Ja, oder auch nicht. Ja, bitte schau mal. Bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Okay, ich komme. Ist es bei dir auch so, dass du versuchst, die Charaktere immer so zu spielen, wie sie eigentlich im Spiel so rüberkommen? Oder spielst du deinen eigenen Stiefel durch? Ich versuch's tatsächlich auch so ein bisschen, ja. Und deswegen habe ich die Oma auch so ein bisschen grob gespielt und dann mein Charakter, das war ja diese andere Knilch. Ich versuche aber auch immer die Beziehung so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Auch wenn es nicht gelingt gerade. Okay. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Nicht nur ein bisschen. Tada. Ist nicht möglich. Tja. Ich hab's euch doch schon gesagt. Wir sitzen fest. Wir kommen hier nicht weg. Was machen wir jetzt? Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Ja, ganz logisch. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Wer willst du das denn? Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich hab auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich höre wohl nicht recht. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Okay, sehen wir mal. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe es nicht. Du hattest recht, es ist wie in einem Albtraum. Ist okay. Wir schaffen das. Zusammen finden wir hier raus. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg und zwar nicht klar. Der Ton wird beschmerkelig. Ja, finde ich auch. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Denken wir logisch. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt. Also gehen wir dahin. Was sagt uns das? Wenn wir uns weiter vom Bus entfernen. Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Ohne mich? Komm schon, wir gehen mit. So. Lass uns erst jetzt gleich mal was erzählen, wenn wir zusammenbleiben. Zu zweit sind. Okay. Okay. Da war eben das Ortsschild, ne? Ja. Also wir sind in der Gruppe, oder? Ja, du bist jetzt noch Taylor? Bist du noch das Mädel? Ich bin diese Frau. Du ja. Meintest, und ich bin Ömchen hier. Ich laufe neben dir. Die mal Taschenlampe halt. Ich komme mal zu dir. Das Ortsschild, ne? Moment, der quatscht gerade da hinten. Naja, ja. Dem Tod. Vergiss es. Das war sicher nur dummes Zeug. Da war eben das Ortsschild, ne? Ja. Und da war schön durchgestrichen Little. Und dann stand da, wie heißt es, verschollen oder so. Verschollene Hoffnung, grob übersetzt. Okay. Ist doch schon mal einladen, ne? Also ja. Ich glaube auf jeden Fall, wir sollten zur Stadt gehen. Ja, aber uns bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ja. Das hat mich am Anfang tatsächlich ein bisschen an Wrong Turn erinnert, ne? Schön falsch abgebogen und so, und dann geht's in den Wald. Oh, hallo. Eine Katze. 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 Komm her, Katze. Kann ich laufen? Jetzt. Ups. Oh. War ich das? Jo. Okay. Wir gehen jetzt Katzen jagen, ne? Ja.
Aber schön Klischee, die schwarze Katze, sage ich nur. Na, die war ja vorne auf dem Bild auch zu sehen. Ja, ich habe übrigens schon gelesen, so ein bisschen, wegen der Story hierzu, was ich am Anfang meinte, ne? Ja. Was man nicht schon mal kennt und so. Da lag ein Buch, das habe ich dann erwähnt, dass es damit zusammenhängt. Ja. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Also hier im Chat steht, wir sollen nicht als Jungfrau sterben. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. So viele Möglichkeiten gibt es hier auch nicht. Hey, da war gerade was hier drüben. Echt? Nichts gesehen? Ich bin schon wieder genervt, ich sehe das. Das so klug von uns ist. Nur mal schauen. Vielleicht ist da ein Telefon. Ich sehe mich drinnen um. Dann los. Wir kommen nach. Warum gehen wir nicht mit dem Rest? Na, spiele ich jetzt einen anderen, oder? Du meintest, ich sei nicht dein Freund. Als wäre das was Schlimmes. Ach, ist das dein Ernst? Danke für die Unterstützung vorhin. Frau Taylor. Gern geschehen. Wir sind gerade alle ein wenig reizbar. Bitte nicht aufeinander losgehen, ja? Was ist nicht? Ich habe gerade eine Entscheidung getroffen. Dieses Wappen kommt mir bekannt vor. Okay, dann sind wir gerade getrennt voneinander. Okay. Und? Na, und? Nichts Besonderes. Singing Nickel. Eigentlich zu viel. Alles okay? Frag einfach mal nicht. Du bist blass. Vergiss es. Das gibt mir zu denken. Stehst du mehr auf ältere Frauen? Du hast ja nach dem Unfall kurz ohnmächtig. Hast ja förmlich auf ihren Lippen gehangen. Was? Ja, weiß auch nicht. Fühle mich etwas wackelig. Hm, vielleicht erinnerst du dich deshalb nicht. Es wird dir sicher wieder einfallen. Danke, danke, Muffy. Alles gut? Alles in bester Ordnung. Du hast reichlich diskutiert da hinten. Da gucke ich mich wieder nicht gehört. Ja, ja, doch. Doch, hast du. Ja. Ist nicht so gut gelaufen. Ich habe förmlich an ihren Lippen gehangen. Ich habe das im Hintergrund gehört. Ist nicht so gut gelaufen, das Gespräch. Oh. Ach ja, schön. Das war doch hier eins von diesem Zaun da. So ein Ding. Mhm. Im Haus da. Aha. Na toll. Na, Fremder? Öfter hier? Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Was denn? Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Ja, ist heute Nacht echt dicht. So dicht, dass wir hier nicht wegkommen. Ja, ja, das kenne ich. Ja? Sie hängen auch hier fest. Dass wir hier so einfach reinplatzen. Oh, unser okay. Bus hatte etwas die Straße runter, einen kleinen Unfall. Wir sind noch etwas durcheinander. Wir sind ziemlich durcheinander. Sieht so aus. Ich bin Vince. Ich brauche einen Spiegel. Möglichst einen ohne 20-jährige Schmutzschicht. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Ich versuch's. Danke, lieber nicht. Cookie ist Taylor. Ich brauche einen klaren Kopf. Falls du doch Durst kriegst. Oh, jetzt bin ich dieser komische Heini. Nicht so. Im roten Hemd? Nee. Okay, ich bin der andere. Die andere. Nicht für mich. Nicht für mich. Auf Besuch hier? Little Hope ist nicht mehr, was es mal war. Was tun Sie hier? Was tun Sie hier ganz was? Allein? Sie haben sicher gute Gründe, hier Nebenraum. Zu sein. Okay, dann mach ich mich mal weg. Oder? Ja, ich habe meine Gründe. Was meinen Sie damit? Gibt's hier ein Telefon? Gibt's hier ein Telefon? Gibt's hier ein Telefon? Erstmal sachlich bleiben. Erstmal sachlich. Wir würden gern mal telefonieren. Die Leitung? Ist schon seit Jahren tot. Er darf Dart spielen. Toll. Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Ach nee.
Der macht nichts, hat bloß zu viel Intus. Sehen wir uns um. Irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Schaut, was ihr findet. Ich weiß nicht recht, ist kein toller Abend, das ist klar. Toll. Aber Cookie darf Dart spielen und ich muss wieder Dinge tun. Keine Namen. So, was machen wir? Wir verprügeln ihn jetzt mal. Hier würde ich gern mal einen Dämpfer verpassen. Ich geh jetzt mal gucken. Genau, erstmal das Telefon oder so. Ja, fass das Telefon an. Wisch es vorher ab. Weißt du, Corona und so? Beim Nebel hat keiner auf mich gehört, aber dann plötzlich. Okay. Offensichtlich funktioniert das Telefon, ne? Oh, vielleicht hatte Taylor. Lass ein Bild, können wir vielleicht das Bild angucken, Nico, nicht? Ich denke nicht, dass du dumm bist. Da passiert nichts. Danke, Daniel. Sehen wir nach, was los ist. Huch. Ah. Lebt in seiner eigenen Welt. Warum durftest du Dart spielen? Eine alte Dartscheibe. Ich war früher mal ziemlich gut. Oh nein. Sie hat gut vorgelegt. Naturtalent. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Genau, habe ich auch gerade gemacht. Ich habe mir gerade das Telefon angeguckt. Oh ja. Funktioniert übrigens nicht. Jetzt darf ich spielen. Na. Ja, dann kann ich mal mit dem reden. Nur eine Runde? Dann überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Hallo, Double 20. Einfühlsam. Erzielend, drei Trigger. Okay. Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Okay, etwas hast du ja drauf. Ich kann's noch. Das Telefon ist echt kaputt. Jetzt Triple 20. Triple 20. Hey, fast schon Olympiareif nach so einem Abend. Darts ist kein olympischer Sport. Weg von was? Das war ein echt guter Wurf. Du warst besser als Taylor. Also gut, kommen wir wieder zur Sache. Easy gepunktet? Ja, ich hab dich besiegt, ich war besser als dich. Natürlich. Hä? Gar nicht. Na klar, natürlich, hat er doch selber gesagt, du warst besser als Taylor, der Gieser. Der will nur, schmeicheln will er noch. Ich will mit ihm quatschen, darf ich nicht, warum nicht? Hallo? Ich will mit dir quatschen, hallo? Guck ihn nur an, quatsch, jetzt geht's. Okay. Was ist da los? Wissen Sie sonst etwas über Little Hope? Der Alk schafft mich. Oh. Hören Sie mir zu, alles okay? Alles okay? Wohl etwas zu viel erwischt. Pulte Busch. Ging uns beiden schon besser. Helfen Sie uns? Helfen Sie uns oder nicht? Wir wüssten jede Hilfe wirklich sehr zu schätzen. Da gibt's nichts zu helfen. Rational. Können wir hier nochmal ein bisschen quatschen? Mit ihm quatschen? Guck, ich habe ein Geheimnis gefunden. Zeitung statt Ausgliederung. Hier passiert nichts. Okay. Wir untersuchen mal hier so ein bisschen. Rechter Trigger. So, links LS 381. Okay. Unleserlich, was ist das? Interessieren Sie sich. Interessante Geschichte. Nein, les mal. Interessieren sich Ihre Kinder für Astrologie, Uja oder Geiste? Heißt es Reverend? Reverend Carson wird Eltern beraten, worauf sie achten müssen und wie diese Dinge als Pfad zur linken Hand zu Delinquenz und Satanismus führen können. Rathaus Little Hope, Dienstag, 16. Juni 1970. Okay. Und das. Ach, weißt du, das sind, glaube ich, die Dart-Ergebnisse, oder? Können das Dart-Ergebnisse sein? Weil 301. Das könnte hinhauen. Weiß ich jetzt nicht. Pucki hat ein Geheimnis gefunden. Ja. Ich wollte eigentlich gerade nur was lesen zu dem Bild und dann kam auf einmal Pause.
Ja. Wir können wegen mir direkt weitermachen. Okay. Du bist aber gerade auch hier am Rumlaufen, oder? Ich bin auch gerade am Rumlaufen, deswegen hatte ich dich noch stumm geschaltet, weil ich dann noch ein paar Sachen vorlese. Weiß nicht, wie das bei dir ist. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe hier was zum Lesen und da wollte ich dich fragen, ob ich was vorlesen soll. Und dann habe ich gesehen, oh, du bist stumm. Ja, genau. Jo. Machen wir so, würde ich sagen. Also das wir dann für uns vorlesen, oder? Mhm. Nö, ist mir ganz egal, wie du magst. Also für unsere Streams jeweils, ne? Dann schalte ich dann nur halt stumm und dann, ich glaube, das ist ganz angenehm so. Ja, machen wir so. Okay, genau. Machen wir weiter.